Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier einen, ja, der ist letztes Jahr nicht ganz so gut weggekommen, Adventskalender. Und zwar ist das der 12-Tage-Adventskalender von Fenty Beauty. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 149,95 € kann man diese Schätzelein mit 12 Türchen oder 12 Produkten quasi bei Sephora kaufen. Und nicht nur ich habe diesen Deal gewagt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne nachher bei ihr mal vorbei. Ich habe jetzt so auf den ersten Blick gedacht, macht Fenty, also macht Rihanna jetzt einen auf Charlotte? Man weiß es nicht, denn ja, also wir haben hier wirklich eine sehr schöne Umverpackung. Das ist so ein Hexagon, ne? Es ist schwarz, es ist samtig, es ist edel, es ist mit Reißverschluss, ein super Hutschachtel oder so, ne? Also kannst du auch toll weiter befüllen. Ist auf jeden Fall hier einmal der Adventskalender. Sieht auf jeden Fall viel, viel schöner aus als das, was ich online gesehen hatte. Bin ich vollkommen ehrlich. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie so ein Gedönsen an, aber es ist halt schon... Es ist schon was, ne? Ach so, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und ja, folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Dann starten wir mal in der Nummer 1. Und solche Adventskalender kann man übrigens super verwenden, wenn man so ab Heiligabend, wo quasi Jesus geboren wurde und quasi der Stern über Bethlehem aufgegangen ist, ne, bis zum Dreikönigstag, wo die drei heiligen Könige dann ja auch quasi in Bethlehem angekommen sind, öffnen. Also das ist im Prinzip so der Sinn dahinter. Es fängt schon mal gut an. Es gab ein Vorschaubild, ich habe es mir nicht genau genug angeschaut, würde ich mal so sagen. Von Fenty Beauty haben wir den Velvet Liquid Lipstick in der Farbe Fenty Icon, die MVP 01. Schaut einmal so aus und es wird etwas Rotes sein, das sehe ich hier schon. Ich werde es euch mal öffnen. Oh, es sieht wirklich hübsch aus. Also ich habe noch nichts aus dieser Reihe, ne? Das ist halt ein richtig derbes Rot. Hei, 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 hei. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Der sieht halt super, super pupstrocken aus. Muss ich mal gucken, auch wie dann die Haltbarkeit ist. Ich kann ihn ja mal swatchen. Alter Schwede, das ist dick. Das ist richtig, richtig dick. Ui. Okay, das oft. Ich meine, das ist meine Lippenfarbe jetzt gerade, ne? Aber jetzt gerade habe ich einen drauf. Das ist ein Lippenstift, der sehr intensiv ist, aber der ist halt nicht so trocken und so extrem, wie soll ich das sagen, pastig, musig ist das ja hier schon fast, ne? Das ist schon intensiv. Ja, die Nummer 2. Hier haben wir, oh, den hatte ich mal, aber ich glaube, der ist mir gekippt. Das ist einer, so ein Kontostick, Matchsticks in der Farbe Amber 01 mit 2,8 Gramm. Ich glaube nicht, dass das die Originalgröße ist. Die sind deutlich größer. Finde ich aber nicht schlimm, weil meiner war mir halt einfach gekippt, weil der zu lange offen war und ich den nicht geschafft habe aufzubrauchen. Auch hier swatchen wir mal die Farbe und das sieht wundervoll aschig aus. Und das könnte halt auch ein Konturton für verschiedene Hauttöne sein. Für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ne, je dunkler man wird, desto schwieriger könnte das gegebenenfalls werden. Aber ich glaube, für mich könnte das sehr, sehr gut funktionieren. Und der riecht nicht nach irgendwas. Also meiner hat wirklich nach Knete gerochen. Überprüft eure Produkte immer mal wieder, ne? Wow, ich habe heute irgendwie ganz schön viel Blush drauf. Huh! Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und diese äußeren Schubladen haben nichts oben drüber. Also die sind halt wirklich, dass die Außenwand das Ganze zusammenhalten würde. Ne? Ah ja, das ist eine Mascara, die habe ich glaube ich auch schon. Deswegen lege ich die neue mal kurz zur Seite. Das ist nämlich die Hella Thick Mascara. Und das sind 10 Milliliter drin. Ja, eine Mascara, die mehr verspricht, als sie letztendlich auf meinen Wimpern macht. Und das soll was heißen, denn ich habe echt durch das Wimpernserum sehr, sehr lange Wimpern. Passend ist natürlich, dass wir hier ein Tannenbaumbürstchen haben, ne? So ein Faserbürstchen. Und ich finde die schön, aber sie macht halt nicht so ein Wawawum-Ergebnis wie jetzt zum Beispiel eine Nabla Vigis oder so. Aber richtig geil. Wir haben jetzt was für die Lippen, wir haben was Base-mäßiges und wir haben eine Mascara hier schon drin. Das ist wirklich deutlich abwechslungsreicher und schöner als letztes Jahr. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Denn ja, hier haben wir jetzt die Nummer 4. Fenty Skin, klar. Blemish Defeater, ein BHA Spot Targeting Gel. Also das ist ein Gel Anti-Imperfections mit BHA, 15 Milliliter.
Finde ich aber von der Größe her in Ordnung, weil ich sag mal so, wenn man jetzt eine normale oder eine trockene oder eine sensible Haut hat und jetzt nicht unbedingt eine Haut, die generell eine unreine Funktion hat, ist es auch irgendwie, die nicht generell unrein ist, sage ich jetzt einfach mal, hast du ja eher vereinzelt Unreinheiten. Und da gibst du dir das dann halt spotmäßig drauf, wie der Name ja schon sagt, und deswegen passt es auch von der Größe her. Ich finde es cool, dass wir das drin haben. Ich brauche da jetzt keine 5 Stück im Adventskalender von BHA-Serien drin haben, ne? Aber so als eins davon definitiv angebracht. Der 5. Dezember scheint sehr gut gefüllt zu sein. Schauen wir mal hinein. Ist gar nicht der 5. Dezember, ist übrigens einfach nur die Nummer 5. Hier haben wir Fenty Beauty Cream einen Blush in der Farbe 02 Petal Poppin mit 3 Gramm. Ich glaube, dass das eine Originalgröße ist. Ich meine auch irgendwie, dass der Adventskalender in Relation zum letzten Jahr ein ganz kleines bisschen teurer geworden ist. Was aber nicht schlimm ist, wenn wir halt solche großen Produkte reinbekommen. Den habe ich tatsächlich auch schon in exakt dieser Farbe da. Und da zeige ich euch mal meinen. Das ist halt einer, der geht halt wirklich eher so in die rosane Richtung. Das ist ein sehr schöner Cream Blush, ne? Wobei, ich glaube, auf dunkler Haut kann der auch richtig nice aussehen. Ja. Wie gesagt, ist halt eher so in die pinkige Barbie-Core-Richtung, was ich ja schon eigentlich ganz schön finde. Finde ich aber nice, dass wir den hier im Adventskalender finden dürfen, ne? Und ich liebe es einfach, dass so gut wie alles, was ich im letzten Jahr auch so ein bisschen angeprangert habe, sage ich jetzt mal, echt verbessert wurde. Finde ich super. Die Nummer 6. Hier haben wir Melt AWF Jelly Oil Make-up Melting Cleanser. Wie cool! Das finde ich interessant. 30 Milliliter. Ich meine, hatten wir sowas letztes Jahr auch drin, nur in kleiner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das großartig. 30 Milliliter ist echt eine vernünftige Größe. Ich erwarte auch nicht unbedingt jetzt wirklich nur Full Size hier drin, ne? Aber schon jetzt nicht so kleine Pröbchen oder so oder Produkte, die man sich selber zusammenbauen muss. Hier hast du so ein ähnliches Prinzip, wie du das zum Beispiel bei dieser Surah Foundation hast oder bei dem Denisa Myricks Primer. Du kannst es nämlich hier öffnen und hast hier so einen Tropfen-Moped und dann kannst du hier hinten auf dieses Gummiteil draufdrücken und dann tropfst du dir das so runter, dass du es halt wirklich genau dosieren kannst. Bin ich sehr gespannt drauf. Die Nummer 7. Okay, wir sind jetzt so ein bisschen in der Fenty-Skin-Schiene abgedriftet. Und zwar haben wir Hydra Visor, den Lichtschutzfaktor 30 Moisturizer mit 30 Millilitern. Ne? Lichtschutzfaktor 30 finde ich im Winter auch in Ordnung. Wenn ich jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, den ganzen Tag draußen im Schnee verbringen würde oder so, ist das vollkommen in Ordnung. Da brauche ich auch nicht unbedingt einen 50er. Ja, und dann hat man hier auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, das ganz gut auszutesten, weil ich finde 30 Milliliter bei so einem Produkt auch vollkommen in Ordnung. Ist fürs Gesicht, da braucht man wirklich eine Weile, um das aufzubrauchen. Vor allem ist es ja dann offensichtlich auch eine Kombination aus Gesichtscreme und halt auch, ne, Lichtschutzfaktor. Und hier steht auch wirklich, dass man das jeden Tag verwenden soll und es keine Ausnahmen gibt. Auch hier darf die Nummer 8 machen, dass es kracht. Ach schön, den habe ich auch noch gar nicht. Das ist von Fenty Beauty, der Fenty, nee, die Gloss Bomb, der Gloss Bomb in der Farbe Riri 08. Das finde ich super. Da habe ich ja allerhand von, ne? Aber die Farbe habe ich tatsächlich noch nicht. Das ist halt einer von den ganz klassischen Lipglossen. Wenn man halt sagt, Mensch, ich habe da jetzt nicht so viel Bock drauf, so ein krasses mattes Rot zu tragen. Die riechen fantastisch. Ich finde die manchmal ein bisschen klebrig auf den Lippen, aber ich swatche den mal hier so hin. Und der hat so Sparkles mit drin, das ist auch ganz spannend, muss ich sagen. Der ist halt ein Gloss, ne? Der ist jetzt nicht super deckend oder so. Finde ich wunderschön und ich sehe halt auch diese Sparkles hier in der Umverpackung, ne? Die sind halt total fein, aber vorhanden. Ich finde, das sieht so richtig schön aus. Die Farbe hatte ich echt noch nicht. Das mag ich. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein größeres Produkt freuen. Und hier haben wir das Fat Water drin. Hydrating Milky Toner Essence. Ist das genau das, was ich schon mal hatte? Das sah ein bisschen anders aus, weil das Fat Water, was ich hatte, war so ein bisschen reizend. Das konnte ich nicht aufbrauchen. Da muss ich mir nochmal die Inhaltsstoffe durchlesen. Auf jeden Fall sind hier 50 Milliliter drin und das ist ein Toner. Ein Toner verwendest du ja quasi nach der Gesichtsreinigung als ersten Schritt von deiner Skincare, damit die Haut ausbalanciert wird, damit die Wirkstoffe, die nachher durch die Serien und so weiter kommen, tiefer in die Haut eindringen können und so, ne? Wie so eine kleine Autobahn quasi oder wie ein Taxi. Und genau, finde ich super, dass es mit drin ist. Vergessen viele Adventskalender sowas mit reinzupacken. Und ich finde, ein Toner ist super wichtig. Also da muss ich nochmal schauen, welcher das jetzt genau war. Vielleicht werde ich den nochmal ausprobieren, weil ich meine, dass meiner nicht so aussah. Das sah anders aus. Oh, auch in der Nummer 10 darf es mit etwas Größerem weitergehen. Eine Tube. Fenty Skin Hydra Reset, das finde ich schade. Die haben das Bild aufgeteilt. Die hätten meiner Meinung nach immer so Make-up, Skincare machen sollen.
Das hätte sich ein bisschen besser angefühlt. Das ist eine Handmaske. Eieiei, 30 Milliliter. Und die soll dann auch entsprechend einen Recovery-Effekt geben, also quasi Wiederherstellungseffekt mehr oder weniger. Und sowas ist im Winter Gold wert. Also meine Hände sehen jetzt schon durch die ganze Adventskalender-Auspackerei. Das ist eigentlich so bekloppt, das zu sagen, ne? Ich packe Adventskalender aus, ich mache hier Kartons klein und so weiter und dann sehen meine Hände halt echt crazy aus. Und deswegen kann ich sowas jetzt schon sehr gut gebrauchen. Aber ich glaube, gerade wenn dann halt auch die kältere Winterzeit kommt, wo dann halt auch mehr Heizungsluft und so ist, wobei wir jetzt auch schon wieder Heizung anhaben, ne, dann trocknet die Haut noch mehr aus, dann kann man sowas gut zum Beispiel über Nacht gebrauchen. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir in den letzten beiden Kläppchen eigentlich ein bisschen mehr Make-up drin finden werden. Mal schauen. Also jetzt habe ich hier die erste Schnapszahl und auch die einzige, die Nummer 11. Gesagt, getan. Wobei, das ist eher so ein Zwischending. Cherry Treat, ein Conditioning Lip, Conditioning Lip Oil. Das finde ich schon wieder geil. 5,6 Milliliter sind hier drin. Cherry ist ja echt so irgendwie die Geruchsrichtung des Jahres, ne? Neben Vanille ist Cherry ja echt heiß im Kurs gerade, finde ich super. Und Lippenöle mag ich richtig gern. Ich habe heute noch eins aufgebraucht und hier habe ich dann eins von Fenty Beauty. Ja, ja, ein bisschen angelehnt an Clarins, würde ich mal so tippen, ne? Die haben ja auch so einen Oschi-Applikator. Und das riecht richtig lecker nach Kirsche. Vielleicht werde ich das dann demnächst mal in Anwendung nehmen, wobei ich meins von Clarins jetzt gerade aufhabe, ne? Wobei, das riecht besser. Die Nummer 12. Das darf gerne vielleicht so ein Puder sein oder sowas. Halt irgendwas schön universell Verwendbares. Hier haben wir auf jeden Fall etwas Eckiges. Oh, ein Highlighter. Das ist abgefahren. Ich hatte mal Highlighter von Fenty, hab keinen mehr. Das ist der Kilowatt Highlighter mit Lightning Dust und Fire Crystal 01. 2x3,5 Gramm sind hier drin. So schaut die Umverpackung aus. Das ist halt auch dieses Hexagon und dann hast du hier auch so diesen Schimmer mit drauf, ne? Dann öffnen wir das mal vorsichtig. Das sieht schöner aus, als ich gedacht hätte, muss ich wirklich sagen. Also die diese Seite, ne, sieht natürlich enorm glitzernd aus und die hier dann super dezent. Dann kann man sich einfach überlegen, möchte ich lieber an dem Tag Bam in Your Face Highlighter haben oder eher ein bisschen zurückhaltender. Es ist natürlich ein farbgebundenes Produkt, aber ich finde, einen Highlighter kann man noch so ein bisschen umfunktionieren als zum Beispiel Lidschatten, ne, wenn es halt wirklich gar nicht passen sollte. Aber ich meine, dass die Fenty Highlighter auch so einen relativ nicht vorhandenen Basiston haben, sodass es halt auch wirklich auf vielen Hautfarben funktionieren könnte. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es drin ist, bin ich ehrlich. Und ich bin auch generell mit dem Adventskalender echt zufrieden. Ich meine, ja, wir haben drei Lippenprodukte hier drin, aber dann wurden halt quasi durch die drei Lippenprodukte drei verschiedene Texturen und auch drei verschiedene Farben auch gezeigt, was ich jetzt gar nicht so verkehrt finde. Für mich persönlich, aber das ist nur eine persönliche Präferenz, ist ein bisschen viel Fenty Skin drin. Ich hätte mich echt gefreut, wenn die ein Fenty Skin Produkt weggelassen hätten und dafür dann zum Beispiel das Puder reingemacht hätten in Transparent oder so, ne? Oder ein Augenbrauengel. Hat Fenty ein Augenbrauengel? Weiß ich gar nicht. Ich finde es aber richtig nice, dass hier auch gute Full-Sizes drin sind, also Originalgrößen. Und ich glaube, auch dieses Jahr bekommen wir was für unser Geld und zwar ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, dieses Jahr haben sie sich gefangen. Nach der Kritik vom letzten Jahr, ne? Das finde ich richtig nice. Also mir gefällt, was ich hier hinten sehe. Wie seht ihr das? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.